Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns in Frankfurt, meine Damen und Herren. Und heute steht ein Event an. Ein Event von meinem Brü, Sammy de la Rue. Und zwar das Rap la Rue Live-Event, Freunde. Bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze mit sich bringt. Ihr wisst ja selber, Freunde, wir haben ja fleißig in den Streams immer drauf reagiert. Schon sehr, sehr lange auch. Digga, überlegt mal, waren da schon, das war ja diese Bewerbungsphase und so. Da kam noch die Zeit im 35i-Studio, dann die Villa-Zeit. Sehr, sehr krass Projekt. Bin auch dick stolz auf Sammy. Bin sehr gespannt, wie das Live-Event wird. Freunde, lasst ein Video gerne liken, einen Kommentar, ein Abo da. Lasst ein Follow auf Instagram da, ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, Freunde, ich nehme euch mit. Und mit an meiner Seite ist Rusto! The one and only Le Riesle. Jungs, für wen habt ihr gewotet? Für Amo, Bro. Oder ich hab für Haaland gewotet, er gewinnt heute. Ich hab auch für Haaland gewotet. Haaland, Amo. Amo. Keiner für Avon. Was geht denn ab? Bruder, wir sind ein bisschen so für Haaland schon seit Tag 1, so ja? City Katar. Ja, schon ja. Hat okay. Sommer ein bisschen gepumpt, weißt? Aber feier ich. Ja, ja. Feier war ein guter Song, ja. Haaland macht gute Musik, ja. Für wen ich gewotet habe, mein Bruder, ich hab für Eamon gewotet, Freunde. Ja, Eamon ist halt, der war konstant, der war immer, ne? Deswegen, ja. Aber für mich jetzt auch auf jeden Fall Haaland und der Abo verdient. Aber Haaland, die haben dick rasiert. Rattenhaut. Rattenhaut war stark, ja. Ich fand aber Up and Down ging auch dick rein. Ja, Salam alaikum, meine Bruder. Und guck mal, wen wir hier haben, meine Damen und Herren. Immer meine Brüder. Was geht ab? Hab Substanzen in die. Der hat mich gerade gefragt, ob wir ein Bild machen wollen. Ich weiß nicht, Bruder. Sammy, wir haben schon jetzt öfter zusammen gestreamt, Bruder. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen cringe kommt, Bruder. Guck mal, Bruder, Walla, ich hab zwei Identitäten, Daniel. Ich hab die hier, die ist Piano. Aber die hier ist unter Gürtellinie, Bruder. Die Video wird gelb. Jesus, ernst, sagst du? Ja, Bruder. Ja, wenn wir uns jetzt fetzen, wer gewinnt? Du machst jetzt vor Kamera die Kuh, warum will der jetzt einmal einen lutschen? Single-Leg. Oder das kommt von Leuten, die sind zweimal auf diese Treppen-Ding oder machen Witze. Oder das ist doch mein Brü. Warum soll ich machen, Bruder? Ich bin real. Er kann seine Rettung machen. Ich bin bei dir. Nein, du hast ein Problem, du kommst bei ihm. Bruder. Mach kaputt bei dir. Alles gut? Ey, warum schießt er jetzt so, Digga? Was ist das? Was kommst du, Bruder? Mein großer Bruder macht. Hey, Illegella! Illegella! Auf die Eins! Ey, was sagst du zu Brati, Bruder? Bruder, schmeckt schon echt gut, ja. Aber wie damit auf die Eins! Das Ding ist, Freunde, bei YouTubern ist so, man guckt nicht gerne in YouTube Studios, weil da steht, wie euer Video performt hat. Und der will seinen Abend nicht kaputt machen. Ja, ja. Das ist mental. Aber ich sag, Twitch ist noch schlimmer, weil du direkt da hast. Ey, das Ding ist, egal welches Event, Omid ist irgendwie da jetzt. Bruder, soll ich dir was sagen? Jetzt, das war nicht Retalk. Ja. Bruder, man dreht Video, man macht Thumbnail, man macht Titel. Ich schwöre, ich kann dir nach 10 Minuten sagen, ob Video gut ankommt oder nicht. Warum denkst du? Ja, weil ich das direkt sehe. Geschultes Auge. Ich einfach so. Illegaler! Sammy! Mein Bremer! Alter, aber alles so wie Baccarat! Denn der Klon hat schon steigt, es zeigt ihm auf neu, schießt wie selber noch bleibt und den Zeta zum Chai. Ich denke, Alter, moderiert den Lachs. Unser Bruder! Also man merkt, Freunde, es ist dick voll, also es ist dieses Sold Out mit Leute reingedrückt, Bruder, die ist so full, full krass. Ey, das ist mein Bruder Haben Prince, Leute. Ey Bruder, es ist so voll, das ist nicht normal. So full. Guck mal, wie voll es ist. Schon wieder Randale im Hund, haben die 5 Zweiger Platz für den langen Teller vor. Oder Schuri, ich spiele die Gitarre nur für dich, für dich.
40 Jahren hat er noch Moves. Guckt ihn euch an. Und jetzt kommt ein maximales Lied. Champions League. Champions League. Das ist mein. Das ist Max. Das ist Max. Freunde, hier ist, das ist richtig eine Culture, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist krass. Einfach hier full. Da full. Warte! Freunde, hier ist Julius, ihr kennt ihn von TikTok. Mach mal jetzt so diese Wasser auf die Linse, Bruder, damit so diese krassen Effekte... Aber mit haben. Augen nach rankommen, ja, so, weißt du, ja. So Ding, Bruder, ich kann... Du musst aber hinter Kamera, vor der Kamera geht das. Sind diese Behind the Scenes hier gerade. Gerade eben auf Bühne gewesen, Adlibs und so... Das ist so schlimm, ja. Ey, yo. Ey, Bruder, einer ist einfach Marathon gelaufen. Was soll ich machen? Ich bin fett, Bruder. Allein sitzen lässt mich schwitzen, checkst du? Aber wir arbeiten da dran, wir arbeiten da dran. Ich will dich bei dir so auf Bühne. Ich geh dann, mein Arsch geht dann nicht nach vorne. Nein. Ich sag euch noch eine Sache, einen dürfen wir gar nicht vergessen, der hat das letzte Wort. Macht mal Lärm für Sammy de la Rue! Eva! Und Frankfurt, ihr seid, ich muss mich echt bedanken für jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Aber ich brauche ganz kurz eure Ruhe. Weil wir sind am Ende, aber es gibt noch die Siegerehrung. Seid ihr ready, Jungs? Okay? So, Platz Nummer 6 geht an Breel, Bruder! Ein Brief von mir. Platz 6, Breel. Habibi. Auch einer oder eine, die es sehr weit geschafft hat, wo ich sehr stolz drauf bin. Platz 5 geht an Ilo Haraga. Sehr schön.
Elo, sehr schön. Ein Applaus für Elo, Digga. Super Junge. Kauta! Platz Nummer 4, Freunde. Ein Applaus für Kauta. Platz 4, sehr stark. Super, wir sind auch gleich am Ende. Jetzt noch einmal die Top 3. Okay? Bei der Top 3 war echt, echt sehr problematisch. Weil es war konstant ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich sag euch jetzt den dritten Platz und ich will, dass ihr durchdreht, ja? Der dritte Platz geht an Ammo! Ammo! Digga, Siegerehrung, die drehen ja alle so durch, Digga, es ist auch so voll, wa? Jetzt kommen wir. Platz Nummer 2, Freunde. Ein Battle zwischen Eamon und Haaland. Ich würde es gar nicht als Battle bezeichnen, weil ich denke, die beiden Jungs sind Brüder geworden und es macht keinen Unterschied. Wallah, Familie, egal wer gewinnt, Wallah. Wallah, egal wer hier gewinnt, wir sind alle Gewinner. Und nicht nur wir, ihr auch. Weil das ist die erste Staffel von Red Love. Vergiss das nicht. Wir sind nicht in der zweiten, nicht in der dritten, nicht in der vierten. Ihr seid alle Supporter. Nicht nur wir haben was aufgebaut, sondern ihr mit uns. Wallah, sondern ihr mit uns. Deswegen einen großen Applaus. Okay, Dreddys, ich brauche ganz kurz Ruhe, weil jetzt geht's zum Platz 2. Und wenn ich euch den Platz 2 sage, wisst ihr gleichzeitig, wer auch der erste Platz ist. Platz Nummer 2 geht an Eamon! Sei ehrlich, krass, hätte ich gedacht. Krass, aber auch verdient, safe, krass. Wir sehen uns vom Kopf an Kopf, auf Straße geht der Kapitän. In der Dunkelheit, wenn Wolken schimmern, wir den richtigen Weg hat unsere innere Seele. Im Winter der Schnee, wie im Winter der Schnee. Einfach durch, fertig. Durch. Stolz, Wallah, stolz. Hast du Paypal? Er sagt, Paypal, Bruder. Hast du Paypal? Wann gehen wir ins Studio, mein Bruder? Bruder, das Ding ist, die Leute haben schon, die haben schon gefragt. Wenn du Paypal überweist, nicht viel. Wie viel? Nur 1 Euro. Wir geben 1 Euro? 1 Euro. Aber ich bezahle keine Rapper eigentlich. Hä? Ich bezahle eigentlich Rapper nicht wegen Studio-Stream. Ja, Bruder, und ich lasse keine... Ich mach, Bruder. Das ist mein Mann. Das ist mein Bruder, der war bei mir zu Hause schon. Das hat was zu heißen, Bruder. Weißt du, wie sehr ich dich liebe? Wallah, du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. Stark, das ist männlich. Das ist männlich. Das ist männlich. Das ist mein großer Bruder. Das ist männlich. Werdet das jetzt sehen und noch in 10 Jahren mein Gesicht sehen? Ich schwöre auf alles. Gott ist so groß. Ich habe angefangen mit Twitch, einfach so spontan. Weißt du, meine Ideen sind spontan und ich sehe einfach durch. Auf einmal, wir reagieren auf Rap La Rue. Die Leute kommentieren im Chat. Ey, du wirst Eamon feiern. Eamon. Haben die bei mir auch gesagt, alle. Bruder, dritte, vierte Folge. Ich weiß nicht, dritte, vierte Runde. Ich treffe ihn, ich sehe ihn, Bruder, gell? Und ich sehe was, Bruder. Viel mehr. Die Leute sagen zum Beispiel, er bewegt sich wie du oder singt wie du. Das sehe ich gar nicht. Ich sehe viel mehr dahinter. Und seitdem wir uns kennengelernt haben und uns besser kennengelernt haben, weiß ich, Bruder, er ist einfach ich. Ey! Apropos New Wave, komm her. Ja, Bruder, ich kenn ihn doch, ja. Komm her, egal, Bruder, ob ihr ihn kennt oder nicht. Liebe für alle, Bruder. Egal, Bruder, der aus meinem Stream zu machen, Bruder. Verstehst du? Liebe muss rausgehen an die New Wave, Bruder. Liebe muss rausgehen. Und Eamon ist für mich, Bruder, für mich, für das Ding, wo ich sage, guck mal, er darf nie die Fehler machen, die ich gemacht habe. Und er muss scheinen. Daraus lernen, Bruder. Immer scheinen. Er darf sich nicht fallen lassen, er darf sich nicht gehen lassen, er darf nicht mit komischen Leuten abhängen, er soll mit seriösen Leuten sein, er soll sich nicht verstellen, weißt du? Und versuchen, jemand zu sein, wer er nicht ist. Ganz richtig. Aber er soll es durchziehen und er soll nicht dumm sein wie ich, weil ich war dumm, weißt du? Ich habe sehr lange habe ich nicht verstanden, was für eine Chance Gott mir gegeben hat. Ich habe es nicht verstanden.
Ich war tagelang, nächtelang, wochenlang drauf im Sumpf, egal mit falschen Leuten, mit Ratten, mit dies, mit das. Mit jedem. Wurde so oft gefickt. Und ich will nicht, dass das gleiche dir passiert. Deswegen, ich will nichts von dir, außer dass du deine Fehler machst. Und sogar wenn du Fehler machst, werde ich für dich da sein. Mein Bruder, werde ich dich verurteilen. Weißt du, und hier da draußen, merkt euch eine Sache. Merkt euch Emil, merkt euch Daniel, merkt euch alle Leute, die hier sind, den New Wave. Und merkt euch, Liebe zu geben. Okay? Gib Liebe. Moonboys, Baby! Gib Liebe. Gib Liebe. Was habt ihr zu verlieren? Schämt euch nicht, jemandem Respekt zu geben. Wenn du jemanden draußen siehst, den du vielleicht im Internet gesehen hast oder den du mal gefeiert hast, sogar wenn du es nicht mehr tust, schäm dich nicht, Liebe zu geben. Oder weil die Liebe, sie, die du gibst, jetzt, kommt zurück. Ich kann es nicht, wenn ich gewotet habe, Bruder. Was? Weißt du, wenn ich gewotet habe, Rapper Bruder? Wen? Mama, ich danke dir. Fake, ich hab mich reingehackt. Mama, ich hab ihn gewotet, so. Nur Liebe, mein Brü. Was für Danke, Bruder. Du bist wie vierte geworden? Vier? Dickstolz. Nein, ich meine, wir sind Dickstolz. So. Aber weißt du, woran das lag? Es kam diese Magie, als du aus meiner Haustür dann wieder, weißt du, du warst ja bei mir im Stream. Und das hat so ein bisschen so. Das war so ein bisschen. Sprinkle, Sprinkle. Ich hab ein bisschen so, weißt du. Jetzt muss Glitzer kommen. Kennst du Glitzer? Glitzereffekt und so. Auf 3, 2, 1. Mein Kater macht das, wird witzig. Aber mach's wirklich. Lass mich nicht so aussehen, als würde ich hier so machen. So, Freunde, das soll es vom Rap Lobby Live Event gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne liken, kommentieren, Abo da. Ich muss sagen nochmal. Shoutouts an Sammy für dieses geile Projekt, sehr, sehr krass. Auch an alle Rapper, ihr habt alle abgeliefert, war sehr, sehr cool. Und ich fand es richtig geil, wie hier so wirklich so eine kleine Culture so zusammengekommen ist, richtig abgegangen ist und so. Ich muss sagen, dicke Respekt dafür, war Wahnsinn. Bin schon ein bisschen am Schwitzen, aber Freunde, wie gesagt, lasst mir gerne liken, kommentieren, Abo da. Slums auf, Freunde, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns dann rein. Ciao.